Motor TV. Heute mit folgenden Themen. Wir zeigen Ihnen den neuen VW Tiguan, haben den neuen Hyundai i20 ausprobiert und wir berichten über das Histocup-Regenrennen vom Red Bull Ring. Der seit 2007 erhältliche Tiguan von Volkswagen ist das meistverkaufte SUV in Europa. Mit mehr als 6 Millionen produzierten Modellen hat er sich auch weltweit zum Bestseller im VW-Programm entwickelt. Nach rund 5 Jahren bekommt die aktuelle Version eine umfangreiche Modellüberarbeitung. Optisch ist der neue von vorne an der neu gestalteten Frontpartie inklusive speziellen VW-SUV-Kühlergrill und dem markanten Stoßfänger zu erkennen. In den Scheinwerfern steckt modernste Matrix-LED-Lichttechnik. Am Heck ist der neue unter anderem am mittigen Tiguan-Schriftzug unter dem VW-Logo zu erkennen. Im Innenraum hat Volkswagen ganz im Stile der aktuellen Modelle teilweise die Bedienlogik verändert, indem viele Schalter durch Touchflächen ersetzt wurden, die sich unter anderem auch auf dem Lenkrad befinden. Über die Infotainment-Systeme der neuesten Generation sind viele online-basierte Dienste und Funktionen an Bord. Natürlich sind auch zahlreiche elektronische Fahr- und Sicherheitsassistenzsysteme mit modernster Technik des Volkswagen-Konzerns vorhanden, wobei alle wesentlichen Technologiebereiche des Erfolgsmodells einen großen Sprung nach vorne machen. Motorseitig stehen hocheffiziente Aggregate zur Verfügung. Die Benzinmotorenpalette reicht vom 1,5 Liter TSI mit 130 PS bis zum 2 Liter TSI mit 230 PS. Bei den Dieseln gibt es die 2 Liter TDI mit Twin Dosing mit einem Leistungsspektrum von 150 bis 200 PS. Twin Dosing bedeutet, dass im Abgasstrang zwei SCR-Katalysatoren mit AdBlue-Einspritzung nacheinander angeordnet sind, wodurch die Stickoxide im Vergleich zum Vorgänger signifikant reduziert werden. Erstmals ist der VW Tiguan auch als Teilzeitstromer mit Plug-in-Hybrid-Technik verfügbar, mit aufladbarem Akku von rund 50 km rein elektrischer Reichweite. Die Technik ist der des Golf GTE ähnlich, wobei ein 150 PS TSI-Benzinmotor und ein Elektromotor zusammen eine Systemleistung von 245 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stehen. Das hat bei uns in Österreich versicherungstechnisch zusätzlich den Vorteil, dass man die motorbezogene Steuer nur für den 150 PS Benzinmotor bezahlt und trotzdem vom Fahrzeug 245 PS zur Verfügung hat. Ein Antriebsnovum der Baureihe ist der mit serienmäßiger Exklusivausstattung und neuem variablem Allradantrieb ausgestattete 320 PS starke Performance TSI des ersten Tiguan R. Er vereint alle Eigenschaften, die man von einem R-Modell kennt, von Sportlichkeit bis hin zu Rennstreckentauglichkeit und gleichzeitig bietet er auch uneingeschränkte Alltagstauglichkeit und ein ausdrucksstarkes Design. Der VW Tiguan ist ein hervorragendes Allround-Fahrzeug, egal ob man mit ihm zum Klein- oder Großeinkauf fährt, auf die lange Reise geht oder ihn zum Ziehen eines Anhängers benutzt. Die Einstiegsvariante mit dem 130 PS TSI-Benziner ist ab 27.590 Euro erhältlich. Hyundai bringt die dritte Generation des Erfolgsmodells i20 an den Start. Der rund 4 Meter lange Kleinwagen strahlt nun in flotter, fortschrittlicher Optik und erhält eine Reihe von Konnektivitäts-, Spritspar- und Sicherheitstechnologien. Er ist damit Vorreiter in der Kleinwagenklasse. Der neue Hyundai i20 ist 2,5 cm niedriger und 3 cm breiter als sein Vorgänger, wodurch das Erscheinungsbild mehr Dynamik bekommt. Das Heck kennzeichnet ein horizontales Rückleuchtendesign, das nahtlos in die Heckscheibe übergeht. Im Innenraum ist eines der Erkennungsmerkmale des neuen i20 eine horizontale Lamellenstruktur, die das Armaturenbrett ziert. Die neue digitale Instrumententafel und das Radio-Navigationssystem rücken näher zusammen und verfügen jeweils über einen 10 Zoll Bildschirm. Apple CarPlay und Android Auto sind ebenso an Bord wie die Möglichkeit, Smartphones kabellos zu laden und ein USB-Anschluss im Fond. Ein BlueLink genanntes Konnektivitätspaket bringt den i20 ins Internet und bietet diverse Apps rund um das Auto.
Vom 10 mm längeren Radstand profitieren die hinteren Passagiere. In den Kofferraum passen bei aufgestellter Rücksitzbank 352 Liter, was 25 Liter mehr als beim Vorgänger bedeutet. Die Hutablage kann man bei Bedarf platzsparend hinter der Rückbank versenken. Ein zusätzliches hinteres Seitenfenster ermöglicht dem Fahrer bessere Sicht nach hinten. Zahlreiche elektronische Assistenzsysteme sind für den neuen i20 erhältlich. Eines der Highlights ist die navigationsbasierte intelligente Geschwindigkeitsregelung. Diese nutzt die Daten des Navigationssystems, um zum Beispiel bei herannahenden Kurven auf Autobahnen die Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch anzupassen. Der nach vorne wirkende Notbremsassistent mit Kollisionsverhinderung erkennt nun auch Fußgänger und Radfahrer. Bei den Antrieben ist derzeit ein 1,2 Liter Benziner mit 84 PS und manuellem Fünfganggetriebe verfügbar und ein 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 100 PS. Dieser kann mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe oder mit einem Siebengang-Doppelkupplungsautomatikgetriebe kombiniert werden. Die Preise für das Hyundai i20 Basismodell mit dem 84 PS Motor starten unter 14.000 Euro inklusive 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Diesen Beitrag widmet Ihnen Reifen Stephanie bei Koppel in Salzburg. Die Histocup-Veranstaltung am Red Bull Ring ist sehr erfolgreich über die Bühne gegangen, mit 3 Tagen perfektem Wetter inklusive einem kalten Regentag. Die Teilnehmer des Mini Cooper Cup starten am Regentag wieder gemeinsam mit der BMW Armada, angeführt von Matthias Jocher vor Philipp Kluckner und Peter Hinderer. Kluckner fällt später mit einem Dreher weit zurück. Sieger wird der aus Deutschland kommende Matthias Jocher vor seinen beiden Landsleuten Michael Baltes und Peter Hinderer. Bei der BMW Challenge und der E30 Cup-Wertung gibt es ein Novum, da mit den teilnehmenden Vätern und Söhnen mit den Namen Wiedel und Weiß diesmal scheinbar 2 Familien alle vorderen Plätze anvisieren. Die aus Frankfurt am Main kommenden Brüder Lando und Alexis von Wiedel sind bei der BMW Challenge im Training für die Startaufstellung am schnellsten. Ja, also mit meinem Bruder direkt neben mir am Start wird es natürlich sehr spannend. Er ist nicht langsam, aber im Qualifying war ich noch 0,9 Sekunden vorne, deswegen hoffe ich, das zu halten, und ich hoffe, dass mein Bruder auch nett mit mir umgehen wird. Also es war jetzt mein erstes Mal Regen, und so wirklich viele Tipps hat mir mein Bruder jetzt noch nicht gegeben, aber alleine vom Simulator auch ein bisschen und dann Regenlinie fahren zum ersten Mal hat Spaß gemacht. Also ich habe ein großes Vertrauen zu meinen Söhnen. Die fahren wirklich jetzt nicht auf der allerletzten Rille und sie versuchen auch nicht jemanden rauszukicken, aber sie fahren sehr sicher und deswegen habe ich da keine Angst. Also konzentriere ich mich lieber auf meine Fahrweise, und was mich am meisten freut, ich glaube, meine Söhne haben mehr Talent als ich, deswegen sind sie auch schneller. Viel langsamer ist allerdings Papa Christian Wiedel nicht. Er geht in der BMW E30-Wertung nach Gerhard Weiß als Zweiter ins Rennen und hält diese Top-Platzierung bis zum Schluss. Lando von Wiedel und sein Bruder sind nach dem Start vorne, gefolgt von Herbert Leitner, der dann leider ausfällt. In Runde 5 ist dann plötzlich der Salzburger Patrick Weiß vor Lando Wiedel. Dahinter folgen Alexis von Wedel und Manfred Zaunbauer, die auch zu Rennende die Plätze 3 und 4 belegen. Sieger mit Respektabstand vor Lando Wedel wird Patrick Weiß in der BMW Challenge Wertung. Also ich habe von Qualifying aufs Rennen eben noch einmal mein Setup was geändert, und das hat mir irrsinnig getaugt. Und und das war mein klarer Vorteil im Gegensatz zu meinen Gegnern. Und das ist jetzt mein erster Sieg in der BMW Challenge. Und ja, das ist cool. Die leistungsschwächere BMW E30-Wertung gewinnt Gerhard Weiß, der Vater von Patrick Weiß. Ja, heute das Rennen war Wahnsinn. Und der Bub in der Challenge den Sieg heimgefahren und ich im Cup heimgefahren. Das in der Familie ist natürlich unglaublich. War super, ja. Super war auch die Leistung von Neo-Kärntner Martin Saal in seinem von ihm selbst vorbereiteten Ford Escort im Qualifying als Trainingsschnellster unter den Anhang K-Rennboliden bis 3000 Kubikzentimeter Hubraum. Der Tenor heute fürs Rennen wird sein,
vorsichtig sein und aufpassen, dass man durchkommt, weil der Regen wird immer stärker. Aber unterm Strich, ja, es wird sich heute die Spreu vom Weizen trennen. Martin Zahl startet im gemeinsamen Rennfeld mit den Spezialturnwagen, den sogenannten STW. Im Histocup Anhang K und STW bis 3000 Kubikzentimeter sind also die Anhang K-Fahrzeuge, die original nachgebaut sind nach dem Reglement von damals. Und die STW sind die leicht verbesserten Fahrzeuge, aber alle bis 3000 Kubikzentimeter. Die beiden BDA Ford Escorts von Martin Zahl und Manfred Pledel gehen von der ersten Startreihe ins 10 Runden lang dauernde Rennen, wobei Martin Zahl gleich auf und davon zieht. Es folgen Manfred Pledel und der erste STW Wolfgang Kaub auf Opel Kadett, der dann später zurückfällt. Dahinter wird dann rundenlang ein packendes Duell geboten von Michael Putz mit seinem BMW 2002 und Dominik McCollum mit seinem Ford Escort. Gegen Rennende bekommt McCollum leider technische Probleme und muss dann mehrere Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Der schnelle Martin Zahl gewinnt überlegen dieses Histocup-Anhang-K-Rennen bei Dauerregen. Platz 2 belegt der Salzburger Manfred Pledel. Dritter wird der Niederösterreicher Michael Putz. Als Gesamtvierter durchs Ziel fährt Andreas Eckhardt mit seinem Ford Capri RS, der damit auch die STW-Wertung gewinnt. Es war ein ganz ein tolles Rennwochenende hier am Red Bull Ring. Wir haben ein sensationelles Teilnehmerfeld von 280 Teilnehmern gehabt, von Fahrern gehabt. Tolles Wetter bis auf den letzten Tag, es war Regenwetter, aber manche Leute wollen das ja auch. Regen ist eine tolle Challenge natürlich. Das am Salzburger Ring vorgesehene Histocup-Finale muss aufgrund der derzeitigen Corona-Situation leider abgesagt werden. Diesen Beitrag widmete Ihnen Reifen Steffni bei Koppel in Salzburg.